Jo Leute, herzlich willkommen jetzt zur dritten Folge des Motioncast Podcast. Ja genau, danke Yannick, das lassen wir jetzt so. Zusammen mit Yannick. Ja, hi. Und Kiwi ist auch noch mit dabei. Einen wunderschönen guten Tag. Das war jetzt der fünfte Versuch der Anmod und das bleibt jetzt so. Ich mach jetzt nicht noch einen. Ich mag Kiwi, der ist genauso bescheuert wie ich, der lacht über alles. Alter, so. Die letzte Folge ist ja bei euch echt gut angekommen, was mich sehr freut. Und ja, dann... Ist sie? Ja, ist sie tatsächlich. Ich verstehe ja, dass du dich damit nicht auseinandersetzt, aber das ist ja... egal, so. Leute, fangen wir mal an mit unserem ersten Thema heute. Was ist Rainbow Six? Vor allem der Testserver jetzt, der ja raus ist, die neuen Operator und der Map Rework von Café. Ja, Rainbow ist momentan echt ein Dauerthema, ne? Aber ja. Warum auch nicht, ne? So. Aber ist ja jetzt ganz interessant und das hatten wir auch im letzten Podcast. Ich habe aber vorab noch eine Frage. Kiwi, wurde dir genauso wie Gizmo auch Geld versprochen, dass du nie erhalten wirst? Ja. War mir klar. Nein. Ich würde dann schon mal mit der Sammelklage anfangen. Ja, okay. Setz dich mit Gizmo zusammen. Ja, ich bin auch dabei. Ich werde auch nicht bezahlt hier. So. Also, euer bisheriges zum Tester, was sagt ihr bisher? Geil. Ich habe auf jeden Fall mega. Ich finde das interessant gestaltet, auch mit Kitchen und so, mit den Theken jetzt. Okay, also, dann, wenn ihr nicht mehr zu sagen habt, sag ich mal was. Also fangen wir einfach mal an mit den neuen Operatoren. Nehmen wir mal Nöck. Ich wollte dir gerade den gleichen Joke bringen. Nöck, who's there? Egal. So, Oh Gott. Ich bin raus. Tschüss, Jungs. Ich hab die Schnauze voll. Den Scheiß mach ich nicht mit. Ja, was ist jetzt passiert, ey? Er ist gegangen. Oh, wow. Ja, Nöck. Operator. Ich weiß nicht mal von wo. Doch Dänemark, ne? Genau, Dänemark war's. Hat einen Silent Step, ähnlich wie Cavera. Ist unsichtbar für Kameras, ähnlich wie Virgil, ne? Hat einen Deagle mit Schalldämpfer, was irgendwie ziemlich witzig Hallo, ist. Hallo, ja, da. Und eine FMG9. Ich glaube, die hat auch weniger Rückschuss als die normale. Also ich habe noch nicht... Hi, Jungs! Hat die normale Liga dann auch den gleichen Rückschuss wie... Das weiß ich nicht, ob die jetzt den Rückschuss davon auch verändert haben. Nöck wurde ja am Anfang gesagt, dass sie ziemlich OP ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl nicht, dass sie jetzt so ultra OP ist. Also ich finde es auch schön, dass sie jetzt gebannt werden. War ziemlich gebalanced. Ich habe sie noch nie in einem Match gesehen. Ja, aber ich habe ja ein paar Matches gespielt und sie sieht ziemlich balanced aus. Also das ist echt ich habe auch ein paar Matches gespielt und in jedem Match war sie gebannt. Bei mir kannst nicht. Ja, bei bestimmten Aktionen kannst du sie ja auch in der Kamera so sehen. Also genau. Also sie ist dann ja so pixelig sichtbar. Okay, ja, Next Operator. Wir schneiden jetzt ja nur noch mal kurz an, weil wir haben ja im letzten Video schon darüber gesprochen. Wir behandeln die, als wären es Kuchen. Dann Warden. Ich finde, der hat ein ziemlich geiles Design. Oh ja, ja. Der ist... Style auf ja, ich 110. Mega. Und dass der die Waffe von Valkyrie hat. Ja, also die MPX ist schon mal richtig geil als Waffe. Dann sein Gadget ist, denke ich, auch nützlich. Ne? Ist halt endlich mal ein richtiger Yin-Konter. Ja. Genauso wie Mox-Konter, ne? Primary vom... Also ist... kommt ja jetzt das neue cool. Scope drauf, ne? Ja. Besser als das normale. Bin ich auch sehr begeistert drüber. Also Ward ist echt auch ein cooler Operator geworden. So, kommen wir mal zu generellen Changes. Der ist ja, ist der 3 Armor oder 2 eigentlich? 3. 3 Armor. Okay, ich weiß aber auf jeden Fall, was er auch 3 ist. 3 Style-Punkte. 3 von 3. Ja. So, andere Changes im ganzen System. Ja, NVK wurde jetzt zu NVG umbenannt dann in Evil Genius. Entschuldigung, ich muss das nur kurz einwerfen. Ja, der Clip war echt geil. Ja, andere Changes generell in Rainbow ist ja Ranked-System ist ja jetzt mit Pick und Bun endlich. Noch Bombe, ne? Noch Bombe und genau, jetzt. Ranked ist nur noch Bombe. Nicht mehr Secure Area und nicht mehr Hostage, was ich auch sehr angenehm finde. Ganzen Hostage und genau. Leute ins Ranked kommen zu dem. Du bist abgehackt, Kiwi. Großteil von denen, die da spielen, ist ja nicht so gut eigentlich. Bombe spielen. Du bist echt abgehackt, Kiwi. Gemacht. Jetzt auf einmal? Ja. Naja.
Auf jeden Fall, Pick-Ban-System ist drin, das kennt man ja schon aus Pro League. Halt, dass jedes Team einen Verteidiger und einen Angreifer bannen kann, die dann in dem Match nicht gespielt werden können. Map-Pool wurde, glaube ich, überarbeitet, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der Ranked-Map-Pool, ne? Ja, glaube ja. Oder? Ja, glaub irgendwas wurde da überarbeitet, ich weiß aber auch nicht genau was. Shop wurde neu gemacht, ne? Das Datum, weil die Claimers wieder reinkommen ins Game. Ich schätze mal, sobald das Game auf den Live-Server kommt. Update dann. Ja. Vielleicht kommt dann ja auch Clash wieder, vielleicht haben die dann auch wieder. Naja, gebracht, ich denke, bis dahin haben die das dann auf die Reihe bekommen. Meint ihr auf dem normalen Server? Ja, auf dem Live-Server. Da Server. War doch. Auf dem normalen. Clash war doch da. Clash ist aus auf dem Live-Server. Hä? Auf dem Test-Server ist sie an. Ich hab die doch letztens gespielt, Mats. Was heißt oh letztens? Oh, wait, ich hab. Als sie das letzte Mal gespielt haben zusammen auf dem normalen Server. Ja, danach ist die erst weggekommen. Okay. Nee, das hast du mir da erzählt. Da hast du mir erzählt, dass die aus ist und ich konnte sie spielen. Safety ist weg. Ich habe eben gesehen, dass sie gekreuzt war. Genau, kannst du nicht nehmen. Die ist ausgekreuzt. In Ranked. Komisch. Ich weiß nicht, ob sie in Casual oder wo auch immer da ist. Du hast im Custom Game gespielt gehabt, Janek. Ja. Meine Casual ist die auch. Ja, wir haben Custom Game gespielt, da ging es. Aber kann halt an Custom Game liegen, ne? Genauso Claymore sind im Moment dann auch deaktiviert. Finde ich halt irgendwo blöd, weil du kannst jetzt überall reinflanken. Mhm. Ja, wenigstens sind teilweise. Die Claymores deaktiviert? Weil es auch Glitches mit denen gab. Hm, ach so. Hört irgendwas mit IQ, glaube ich. Ja, ich unsichtbar weiß es nicht war oder genau. So. Auf jeden Fall, ja. Shop wurde ja überarbeitet. Shop hat ja ein komplett neues Design jetzt auf dem Testserver. Also beziehungsweise auf dem Testserver ist es noch nicht, aber das wurde ja angekündigt, dass der Live-Server dann ein komplett neues Shop-Design kriegt. Gab es ja auch ein paar Bilder zu. Was ist wie bei League of Legends jetzt, ne? Ja, so nicht ganz, aber es sieht auf jeden Fall deutlich cooler aus. Also mal sehen, wie das denn dann wird. Auf jeden Fall wird die ganze UI ziemlich überarbeitet und das finde ich ganz gut nochmal. Und ja, also mal sehen. Und dann noch letzter Punkt, Café-Map. Der Rework mega. Sieht erstmal sehr, sehr cool aus. Also, aber war das nicht unser erster Punkt? Und du kannst, noch nicht genau drüber gesprochen. Kannst am Skylight nicht mehr Pixel peaken, weil die Seiten zugemacht haben. Genau. Oh, das ist schön. Die Seiten am Skylight sind zu oben. Also Café-Rework ist auch auf jeden Fall was Vernünftiges geworden. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn das auf die Live-Server kommt. Sieht bisher sehr vielversprechend aus. So, und dann machen wir hier jetzt auch mal Rainbow-Thema Schluss, weil haben wir die letzten Male, glaube ich, genug drüber gequatscht. Das müssen wir jetzt nicht nochmal so riesig auftischen. Können wir dann ja nochmal drüber reden, ein oder zwei Wochen, sobald es auf den Live-Server kommt. Und dann machen wir weiter mal mit dem nächsten Thema, und zwar GOG Galaxy 2.0. Was ist das? Könnt ihr euch das schon mal eine Vorgängerversion wegen 2.0? Ich habe die Vorgängerversion tatsächlich auch nicht mitbekommen, aber ich habe jetzt hier die News mitbekommen. Und zwar erzähle ich jetzt mal kurz was drüber, damit alle up-to-date sind, nicht nur ihr, sondern auch dann unsere Zuschauer, die da keine Ahnung haben. Da besteht jetzt wirklich die Möglichkeit? Ja, genau. Also, GOG Galaxy will alle Launcher miteinander verbinden. Das ist jetzt ein Artikel von Giga.de, den ich hier vor mir habe. An alle Zuschauer, Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und zwar soll GOG Galaxy dafür sorgen, dass so Sachen wie Steam, Epic Games, Origin, Uplay, was gibt's noch, Battle.net und so weiter miteinander Epic verbunden Games. Werden. Epic Games hatte ich. Achso, Entschuldigung, ja, ich hatte nicht zugehört. Ja, war klar. und zwar so, dass man dann die Bibliotheken, Spielbibliotheken aus den Launchern importieren kann, genauso wie alle Freundeslisten und alles. Und dann direkt aus diesem einen Launcher, den GOG Galaxy 2.0 Launcher, Spiele starten kann, die auch in den verschiedenen anderen Launchern sind. Weil ich mich frage, ja? Dass ja alles zusammengeführt wird, hat man dann seine ganzen Freunde doppelt im Sinne von keine Ahnung. Mehr Freunde für ich denke mal, man kann sich, muss sich bei GOG Galaxy da dann einen Account erstellen und koppelt dann sozusagen Steam-Account, Uplay-Account und so weiter damit. Hast du die Namen unter... Genau. Also so wie man das jetzt schon kann, bei Twitch kann man ja sich Sachen koppeln und Discord und so. Und dass das dann, denke ich, so ist, dass das dann halt alles gespeichert wird und dass man den Freund dann nur einmal hat. Aber auch ich finde das ganz... Spieler relevant. Genau. Weil das Ganze wird auf jeden Fall auch auf Xbox sein. Also, dass man Xbox-Spiele auch. PlayStation ist bisher noch nicht bekannt.
Aber das finde ich echt interessant, dass es auch Konsolenspieler damit importiert werden können. Also hört sich ganz interessant an. Wie seht ihr das? Würdet ihr das nutzen, wenn es funktioniert? Nö. Keine Ahnung. Du bleibst bei deinen ganzen Plattformen, oder? Das einmal, dann kann man sich spiele doch eh nur GTA gefühlt. Ja, aber du hast ja trotzdem Origin-Account, Steam-Account, Uplay-Account und so weiter. Ich würde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Also ich finde, es sieht ganz interessant aus, ne? Genauso wie Google Stadia, was ja nochmal ein anderer Ansatz ist, aber ich finde, es sieht sehr interessant aus. Mal sehen, was das so wird. Könnte, denke ich, ganz cool sein. Und ja, Yannick, weil wir jetzt schon so schnell durch sind, ne? Also so weit schon sind, müssen wir das Thema eigentlich mit reinnehmen, was ihr rausklammern wolltet. Gut, dann lehne ich mich zurück. Weil wir sind jetzt bei 11 Minuten und wir haben nur noch ein kurzes Thema und das wäre. Ja, haben wir einen kurzen Podcast. Nee, können wir nicht machen. Okay, warte, ich schreibe ganz schnell ganz viele E-Mails. Ja, oder du haust einfach noch ein Thema raus, wenn du worüber du reden willst. Das ist ja auch cool. Linklinks neues Meme-Bild, was wir groß machen wollen. Ja, nee. Ja, nee. So, dann nehmen wir jetzt mal das andere Thema hier. Und zwar, also ich nehme jetzt erstmal Thema 4, Leute. Damit wir das durch haben. Und dann können wir dann quatschen, solange wir Bock haben. Also, mache ich mal kurz ein bisschen Werbung. Und zwar kommt jetzt am Dienstag dann, also GTA 5 News auf meinem Kanal. Jetzt einschalten. Ja, das auch. Schaut bei Janik vorbei. Link ist dazu natürlich auch in der Videobeschreibung. Entschuldigung, ich wollte auch Werbung machen. Und ja, in 2 Tagen am Dienstag kommt dann bei mir ein neues Let's Play startet. Und zwar A Plague Tale Innocence. Singleplayer-Game, was sehr cool aussieht. Und zwar spiele ich das nicht selber, sondern Fabi spielt das. Ist das nicht das Horrorspiel? Ja, so halbwegs Horrorspiel. Es ist auf jeden Fall witzig, weil Fabi sich in der ersten Folge erstmal schon mal richtig hart erschreckt hat. Ach, ihr habt das schon ein bisschen aufgenommen? Ja, wir haben. Ja, natürlich. Ich will sehen. Siehst du Dienstag? Nee, ich will ja nicht auf deinen Kanal gucken. Ja, das ist dann. Will dir ja keine Klicks geben. Dann hast du Pech. Auf jeden Fall kommt dieses Let's Play dann ab Dienstag bei mir. In welchem Abstand kann ich euch leider noch nicht sagen, weil, wie gesagt, Fabi spielt das und deswegen muss ich gucken, wie oft die das dann aufnehmen kann. Das ist ein bisschen schwieriger. Und ich werde das Ganze auf dem zweiten Spielstand dann auch nochmal durchzocken und zwar im Livestream. Also, wenn euch das interessiert, dann. Schaut doch mal vorbei, lasst ein Abo da auf YouTube und wenn ihr den Livestream von mir sehen wollt, lasst ein Follow auf Twitch da. Der Link dazu ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung und das war's jetzt genug mit Eigenwerbung. Machen wir weiter. Ich hoffe, sie hat das Licht ausgehabt, damit es schön gruselig wird. Nee, echt jetzt? Leider nicht. Ach Leute, ihr seid traurig. Ja, es geht schlecht wegen dem Bluescreen. Ja, scheiß auf Bluescreen in dem Fall. Können wir ja für die nächsten Folgen mal gucken. Die erste Folge war jetzt ja noch nicht so krass. So, ja. Hat jetzt einer von euch noch ein Thema oder sollen wir mit dem in Klammern weitermachen? Ich habe kein Thema. Irgendwie nee. Kann mich zurücklehnen. Ja, komm, wir lassen Mats reden, Kiwi. Wir sind fertig für diese Folge. Wir haben 15 Minuten und wir haben Urlaub. Ja gut, dann machen wir das. Okay, also, Riesenthema in letzter Zeit, Leute. Werdet ihr auch definitiv mitbekommen haben. Und zwar das Video vom lieben Rezo. Komplett ins Schlumpfenland, la 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 la. Und mit seiner Zerstörung der CDU ist ja ein Riesenthema geworden. Und Yannick hat das Video immer noch nicht gesehen. Das ist sehr belastend für ihn. Aber zumindest Kiwi hat da ja mal reingeguckt, hast du ja eben gesagt, ne? Oder zumindest Teile des Videos gesehen. Ne? Und nicht einhalten. Ja, was ist das denn für? Weil Internet ist zu schnell. Gesehen. Ich meine, das Thema ist ja auch wichtig. Ja, ansprechen. Also, wie viel von dem Video hattest du denn gesehen, Kiwi? Weißt du das ungefähr? Hallo? Ich weiß es. Hab ich mal reingeguckt. Ich weiß okay. Es. Wie lange ging die Anmod? Tja. Ich habe mir echt nur so die Anmod oder die Zusammenfassung angehört. Also, Yannick, dann habe ich für dich kurz was anderes. So, mein Internet ist schon wieder zu schnell. Das Video lädt, bevor ich auf Pause drücken kann. So, hier. Und währenddessen, Klimaschutz ist ein unfassbar wichtiges Thema und deswegen müssen wir da auch mal kurz drüber reden, weil das Video an sich, es sind sehr viele richtige Punkte, die Rezo da drin nennt, die sehr wichtig sind für unsere Zukunft. Das ist einfach so und es ist leider schade, dass halt
es gibt mehr Wähler, die über 70 sind in Deutschland, als Leute, die unter 30 sind. Und dass diese Zahlen sind halt echt belastend, dass halt mehr Leute über 70 über die Zukunft von uns entscheiden. Nachher sind die dann, über eine Zukunft entscheiden, die die niemals mehr miterleben werden. Kannst du dann ausbaden. Genau, und das ist halt so echt geil. Ziemlich scheiße. Und deswegen ist auch nur der Appell jetzt an alle Zuschauer hier, die das Video noch nicht gesehen haben von Rezo. Link dazu ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wählt nicht die CDU oder die SPD. Da kommen wir gleich zu als erstes. Kümmert euch mal darum, guckt euch das Video an, informiert euch. Weil das ist ein so wichtiges Thema, Mart wurde auch offline genommen, ne? Valomat wurde auch offline genommen, oder ist jetzt wieder online? Was wurde offline genommen? Valomat. Valomat, ihr kann sein. Das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Und Klimaschutz, ja, es ist halt, ne, was wir so in dem Video ja auch sagt, dass wir haben so ein gewisses Budget ja noch an CO2, was man in die Luft ballern darf, bevor diese 1,5 Grad Marke erreicht ist, ab der es sozusagen ein Teufelskreislauf wird, ne? Geil. Und man die Erderwärmung nicht mehr aufhalten kann. Und dieses Budget ist, wenn es so weitergeht, wie genau momentan, in 9 Jahren aufgebraucht, ne? Aber unsere Regierung möchte noch bis 2038 Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen. Ist halt genau gegen den Pariser Vertrag, der genau das da ist, dass sie es einhalten wollen, dieses Ziel. Und das ist halt, geht gar nicht. Und deswegen, dieses Thema ist absolut wichtig. Ich möchte jetzt auch nicht alles, was Rezo in dem Video gesagt hat, nochmal neu erzählen hier. Guckt euch das Video an, es geht 55 Minuten. Geht wahrscheinlich länger als dieser Podcast heute, weil wir zu wenig Themen haben. Aber guckt euch das Video an, es ist ein unfassbar wichtiges Thema und ein Appell von mir an euch alle, die wählen können, geht auf jeden Fall wählen, das ist wichtig, jede Stimme zählt und wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und nicht auf keinen Fall die AfD, weil die macht alles nur noch schlimmer, als es jetzt schon ist. Ich habe mir das Video jetzt mal angeguckt. Um eure Zukunft, ja. Das Video, darüber reden wir nämlich jetzt. Rezos zweites Video, was heute, glaube ich, online gekommen ist. Genau, heute. Auch Video ist auch natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar ein Statement von 80 plus YouTubern. Solltet ihr euch auch mal angucken, das ist nur 2 Minuten 49, also das kann sich wirklich jeder mal ganz kurz reinziehen. Yannick, was sagst du denn dazu? Ich find's krass. Ich hab mir was Detailreicheres hier erwartet. Als ich find's krass. Mein Kopf verarbeitet das Ganze noch so ein bisschen. Lass mal Kiwi vor. Okay, Kiwi. 80, finde ich mega gut. Du bist ultra abgehackt. So extra jetzt gerade. Du bist wahrscheinlich einfach nur, redest du zu leise? Also ich habe verstanden, was er gesagt hat. Er sagt 80 YouTuber. Danach kam noch was. Ja, so, genau. Ja, aber ich find's auf jeden Fall schon mal krass, dass man das mit über... Es sind ja mehr als 80 YouTuber, steht ja da unten. Es sind ja 80 plus YouTuber. Oh, unten in der Videobeschreibung ist eine Liste drin. Nee, die haben ja auch Reichweite halt, ne? Weil das auch relativ große Kanäle sind. Und sind ja auch junge Zuschauer, die dann in der Zukunft halt erst wählen können. Aber dass man denen schon mal so den... die informiert und dem zeigt überhaupt, dass sie sich damit beschäftigen, ist halt mega wichtig. Ich finde auf jeden Fall auch schön am Ende so, ihr habt euch keine Freunde gemacht. Ehre genommen. Ja, so ist es halt. Ne? Also natürlich. Wichtige Message des Videos ist, wählen gehen, aber bitte nicht CDU, CSU, SPD und auf gar keinen Fall die AfD. Das muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. Weil die AfD ist sowieso raus, ne, weil die machen alles nur noch schlimmer, als es sowieso schon ist. Also das ist halt echt so der absolute Gegenpunkt. Aber auch CDU, CSU... ist ja in Rezos ewig langen Video absolut erklärt worden, warum die denn gerade echte Scheiße bauen und die SPD macht es auf den Abgrund zu. Ne? Ja. Die SPD macht genau denselben Müll, praktisch. Vielleicht nicht ganz so krass, aber trotzdem ist die SPD. Die machen das einfach lustig mit, ne? Genau. Und haben einfach keine Eier, weißt du? Sagen zuerst hier so, ja, wir wollen das und das haben, dann sagt die CSU, CDU, wollen wir nicht, und sagt die SPD, ja, ist ja gut, dann machen wir euren Kram.
Ja, so ungefähr ist es doch. Richtig, oder? Gut dargestellt, ja. Also, jetzt mal echt. Und, ja, ne, das Einzige, was wir dazu eigentlich noch sagen können, ist: Geht wählen, wenn ihr wählen könnt. Gebt eure Stimme. Ich kann ab. Leider nicht. Und, ja, zwei ich Wochen leider zu auch spät. Ich leider ja, auch nicht. Aber, ne, ist egal, wir können nicht wählen. Aber CDU, CDU, es ist so ganz einfach, wir merken uns das auch noch in ein paar Jahren, ne? Also, ihr habt euch mit, meine auch Alex mit, ihr habt euch auch mit den Leuten hier, die noch Alexa nicht stopp. Wählen können, keine Freunde gemacht. Also, das kriegt ihr auch noch zu spüren, keine Sorge. Aber wenn ihr wählen könnt, Leute, geht wählen, gebt eure Stimme ab und sorgt für eine bessere Zukunft. Als das, was wir jetzt haben. Und vor allem sorgt für überhaupt eine Zukunft, weil wenn es so weitergeht wie jetzt, wird es keine Zukunft mehr geben. Dann fliegt uns die ganze Welt um die Ohren. Genau. Lustig. Überschwemmungen. Bum, bum. Ja, Hitzewellen, nachher Hungersnöte, das wird richtig krankes Weltuntergangsszenario. Ja, es ist wie in so einem Film dann, weißt du? Ja, Mats, Raft lässt grüßen. Genau, Raft lässt grüßen. Wir haben es durchgespielt, wir wissen, wie es funktioniert in Zukunft hat. So, Janik, wir brauchen noch ein Thema. Nein, brauchen wir nicht. Kiwi, hast du noch ein Thema? Ich bin gerade wieder am Überlegen, mir ist irgendwie nichts angefallen. Ja, Leute, der Podcast heute geht leider nur 24 Minuten. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wir sind dann an der Stelle auch raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut bei mir vorbei. Mats, ich mache jetzt einfach mal deine Abmod. Schaut bei mir vorbei. Doch, mache ich. Ich weiß, worüber wir reden können, Janik. F1 2019. Haut rein, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao, Leute. So, User F1 2019. F1 2019. Ich bin hier der Comedy-Faktor in der Runde. F1 2019 kommt raus am 25. Juni. Mats ist der Einzige, der sich das kauft. F1 2019, was ist das? Du wirst es nicht holen, Janik. Nee. Schade. Oh, schade. Formel 1. Ich werde dazu auf jeden Fall. Das werde ich mir auf jeden Fall holen und ich denke auch was dazu aufnehmen. Wenn ihr das im Video sehen wollt, Leute, könnt ihr das hier mal unten in die Comments schreiben. Vettel ist Vierter. Hm? Was ist? In Spanien. Vettel ist gerade Vierter, oder was? Keine Ahnung. Ich habe das nicht so verfolgt. Ja, das ist jetzt echt belastend, dass wir kein Thema mehr haben, ne? Aber wir müssen jetzt doch. Wie gesagt, Leute, das war's von dem heutigen Video, ne? Von dem heutigen Podcast. Okay, wir können noch eine halbe Stunde ASMR machen. ASMR! Oh, es gibt eine Roadmap zur PS5. Darüber können wir reden. Alter. Was ist das denn? Offizielle Roadmap zur PS5-Konsole veröffentlicht. Wie ist das gekommen? ASMR! Das Design? Das Design ist doch nicht veröffentlicht. Das ist nur gezeichnet von wem. Ist ein Konzept. Also, es wird wahrscheinlich wieder AMD-Hardware sein. Vielversprechende Hardware. Mit AMD Ryzen Chips der Zen 2-Architektur. Alter, die PS5 sieht geil aus. Dies ist nur ein Designkonzept, das muss nicht so ich weiß, aussehen. Aber, ja, ich weiß, aber das sieht geil aus. Dann wird meine, die PS5 auch definitiv eine SSD haben. Boah, geil. Sie wird 8K unterstützen. wird Raytracing unterstützen. Aber mal sehen, wie das wird, weil AMD und Raytracing, okay, mal sehen. 2020. Herbst 2020 oder Winter. Ja, das ist genau der Schätzpunkt. 2020. Preise 399 bis 499. Das geht echt 100 klar. US-Dollar, ne? Oh. Unbestätigte Spiele wie GTA 6. GTA 6 wird auf jeden Fall. God of War, The Last of Us. Also, wie seht ihr das? Spending. PS5, werdet ihr sie euch holen, wenn sie kommt? Oder erstmal nicht so? Ich glaube, ich bleib bei einer PC-Konsole. Ist irgendwie. Ich bleib auch beim PC. Fand ich das voll geil, aber keine Ahnung. Ja, abgesehen vom PC, werdet ihr euch eine PS5 zusätzlich holen? Für Exklusivspiele vielleicht? Höchstwahrscheinlich nicht, ne. Habt ihr eine PS4? Ja, nicht. Also bei Janik. Ja, hab ich.
Aber die liegt hier nur rum und ich mache damit nichts außer hier Amazon Prime gucken. Ja, meine nutze ich auch noch für Netflix, ey. Ja. Netflix und chill. So, Podcast ist dann jetzt zu Ende, ich verpiss mich. Alter, Yannick, ne? Borgest du mir gerade auf die Eier, ey. Da ist doch nichts, wo ich drauf gehen kann. Ehre! Genommen! Alter, das hat voll wehgetan. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn der Typ das nächste Mal nicht mehr dabei sein soll. Schreibt es rein, dann habe ich endlich meine Ruhe von dem Jungen. Ich mache hier nur mit, weil ich gezwungen werde. Oh. Alles klar. Hashtag Freedom. Nächstes Thema. Apex Legends. Och. Ja, habe ich letztens noch mit Gini und, mit Gizmo und Toto gespielt, Timbo gespielt. Das download ich mir mal, wenn ich bei denen bin, Alter, mit deren geile Leitung. Einen Link für euch. Das ist auf jeden Fall extrem schnell, ne? Aber ich finde es ganz geil, das Konzept. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber die ganzen Let's Plays und so. Sieht immer geil aus. Link dazu geschickt, ne? Könnt ihr euch ja mal gerade angucken. Was? Weil Apex, großen Hype auf Auto und die dauert an. Umsätze von Legends befinden sich weiter im Sinkflug. Genau. Apex ist ja mit dem übelsten Hype gestartet. Apex kackt gerade ab. Und Apex kackt gerade richtig hart ab. Geil. Also die Umsätze von Apex sinken extremst. Ja, warum? Ich finde das... Ja, es ist verschieden, ne? Es ist halt ein Spiel, was halt, ja, es ist halt nicht abwechslungsreich und es kamen wenig Updates. Ne? Einzige, ist was Fortnite irgendwie abwechslungsreich? Dazu kam, ja, nee. Ja, nee. Unser News Computerbild, das können wir auch noch nehmen. Blood Moon, das kommt nach der letzten Staffel Game of Thrones. Oh Gott, nee, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber halt, Apex, der Umsatz sinkt. Also mal sehen, wie lange Apex wirklich noch da ist. Und ja, sinkt für sie der Umsatz. Genau, der Umsatz im letzten Monat war halt von Apex nur noch ein Viertel von dem, den Apex im Startmonat hatte. Es ist nicht mehr in den Top 10 umsatzstärksten Spielen. Und Fortnite ist immer noch einer der umsatzstärksten Spiele. Ach man, Alter, da bin ich auf echt dagegen. Auf Platz 5. Ja, natürlich. Tötungsszenario von Minderjährigen. Bin da genauso dagegen, aber ja. Können wir mal generell drüber sprechen? Was denkt ihr denn, ist das umsatzstärkste Spiel auf PC weltweit im April 2019 gewesen? Keine Ahnung, das google ich direkt mal. Fortnite. Nee, ich hab hier eine Liste, ich sag's euch ja. Nee, Fortnite ist Platz 5, hab ich doch gesagt. Fortnite ist Platz 5. Umsatzstärkste. Genau, das umsatzstärkste Spiel weltweit auf PC im April 2019. Warte, Red Dead Redemption. Nope. Auf nicht PC. Auf Legends. GTA. Okay, Yannick sagt GTA, was sagst du, Kiwi? League of Legends, keine Ahnung. Ja, League of Legends ist richtig. League of Legends ist Platz 1. Auf Platz 2 kämen dann dazu. Dungeon Fighter Online. Auf Platz 3 Fantasy gehalten, ne? Westward Journey Online 2. Journey Online 2. Habe ich noch nie gehört, das Spiel. Den Westward Journey. Wie heißt das? Fantasy heißt das? Westward Journey Online 2. Das hier. Keine Ahnung, ich habe da noch nie was von gehört von diesem Spiel. Online, hä? Ah, das ist irgendein chinesisches Spiel. Ah, Alter, wie... Wir können ja mal Ling Ling fragen. Das ist irgendein chinesisches Spiel. Eine Grafik, Digga. Ja, okay, dann können wir das mal außen vor lassen. Platz 4 ist Crossfire. Crossfire sagt mir gerade auch nicht das Spiel.
Lol, Crossfire, ach, jetzt sagt mir das Spiel was, aber das ist doch so krass dabei. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Platz 6 ist World of Tanks. World of Tanks finde ich auch, keine Ahnung. Dann Platz 7, Tom Clancy's. Rainbow Six Siege. Nope, The Division 2. Angetäuscht. Voll verarscht. Platz 8, Sekiro Shadows Die Twice. Was denn? Ist ein relativ neues Game aus der Sekiro-Reihe. Okay. Stellt sich Kiwi gerade eventuell Platz die gleiche 9, Frage wie ich mir? Hearthstone. Kann sein. Oder Hearthstone. Was ist das? Ja, ist Hearthstone kennt ihr doch. Nein, das Neues. Warum denn neues Hearthstone? Nicht neues, Platz 9 ist Hearthstone. Ach so, oh mein Gott, ich hab neu verstanden. Und Platz 10, CSGO. So, machen wir einfach mal so, just for the lols, Mobile Games. Oh weia, ich hab vor langer Zeit. Zählt einfach mal ein paar auf, wo ihr denkt, die auf jeden Fall dabei sind bei den umsatzstärksten Spielen. Clash of Clans. Ja, und dieses Royale. Clash of Clans auf Platz 5. Wer ist dieses Royale, Clash Royale? Das ist nicht dabei. Ja, Clash Royale. Ja, ist das, was der Henno da mal spielt? Das wie League of Legends auf dem Handy ist. Ich hab den Namen vergessen. Oh, ich weiß es, das spielen wir auf Rügen immer. Wir sitzen da zu 10 in der Küche auf einem Sofa. Mobile Legends, glaube ich. Genau, ja. Mobile Legends ist nicht dabei. Nein? Das Spiel ist aber auch schon arschalt, das haben wir vor 3 Jahren das letzte Mal gespielt. Ich kenne die meisten Spiele tatsächlich nicht. Aber was noch dabei ist auf Platz 6? Pokémon Go. Ja, muss eigentlich irgendwo, ne? Platz 4, Candy Crush Saga. Geil. Dazu trägt jetzt bestimmt meine Mutter Platz bei. Platz 1, ja, meine auch. Honor of Kings. Kenn ich nicht. Platz 2, Perfect World. Kenn ich nicht. Platz 3, Grand Order. Kenn ich dich. Hä? Platz 7, Homescapes. Kenn ich nicht. Was ist das? Platz 8, Puzzle and Dragons. Kenn ich nicht. Geil, das ist Platz so ein Puzzlespiel. Platz 9, Mafia City. Ah, das kenne ich Platz sogar. Platz 10, Monster Strike. Kenn ich nicht. Strike! Ey, das sind Spiele, die Milliarden Dollar Umsatz machen, weißt du? Was? Und kein... Und ich kenne die nicht. Bei Matze, die kennt, existieren. Aber das hätte ich auch nicht gedacht. So Mobile-Dinger. Ja, und mach mal weiter mit Konsole. Mortal Kombat ist Platz 1. Platz 2, Fortnite. Mortal Kombat. Platz 3, Sekiro. Dann Platz 4, MLB The Show. Was auch immer das ist. Auch erstmal Google. MLB The Show. Ah, das ist so ein Baseballspiel. Sowas wie NBA oder so wie. Wie auch immer die alle heißen. NBA und WWE und was FIFA. Was WWE ist ein Baseballspiel. Ja, Mann. Nein. Nicht Baseballspiel. Ist so ein Sportspiel. Ach so. Also MLB ist das Baseballspiel, aber da gibt's ja FIFA dann. Bevor der den Ball und NBA ist halt Basketball, Gesicht, FIFA Fußball, WWE Wrestling. Weißt du, da gibt's halt diese ganzen Games. Die dann 2K19 sind oder 2019 oder was auch immer. Ne? Wer kennt's nicht, den Curbstomp, um den Ball reinzumachen? Ja, dann Days Gone, Platz 6. Oh, Days Gone ist geil. Habe ich nie gespielt. Devil May Cry 5. Mal was von gehört, kann ich aber gerade auch nicht wirklich was zu sagen. Dann Platz 8, NBA 2K19. Platz 9, Super Smash Bros. Ultimate. Was? Smash Bros. Smash! Hulk, Alter, das ist halt der absolute Chaos-Podcast. Ey. Hulk Smash! Und Platz 10, Tom Clancy's The Division 2. Wo ist Rainbow? Rainbow ist nicht so umsatzstark, glaube ich. Obwohl Rainbow echt stark ist, aber nicht so stark. Also. Geben doch immer extra Geld für irgendwelche Ingame-Sachen in den Arsch. Oh Mann. Ich glaube, wir müssen noch mehr investieren. So nach dem Motto Insert Coin, weißt du? Ja. Ich freue mich, wenn irgendwann das Game komplett gefixt ist, was nie passieren wird und man das vernünftig ist. Alter. Stell dir mal vor, irgendwann funktioniert das Game komplett.
Alter, dann wandere ich aus. Dann wandere ich aus, Alter. Oh Gott. Ja, ey. So abwegig auch. Wenn es funktioniert, wandere ich aus. Adios, Jungs. Wie kommst du denn da drauf, Alter? Die daneben die Rainbow Server. Oh, welche? Keine Ahnung. Welche die von hier. Genau. Die von hier. Die von hier, Dings, ne? Hier, Dings. Wir haben einen Rainbow Server in der Stadtverwaltung stehen. Ne, in der Druckabteilung. Jawohl. So, können wir den Podcast jetzt beenden? Ich meine, wir füllen den eh nur noch mit sinnlosen, belanglosen Themen gerade. Ja, egal. Wir reden, ein bisschen reden wir noch. Wir können nicht direkt Schluss machen. Guck, was gibt's denn momentan für Filme im Kino? Reden wir darüber. Ich hab keine Ahnung. Ich guck grad nach. Bei uns. Ja, Meisterdetektiv Pikachu. Kiwi, hast du den Film gesehen? Nee, noch nicht. Ich hab Glumanda aber gezogen, du nicht, Bitch. Willst du ihn noch gucken? Willst du ihn noch gucken, ungespoilert? Nein, wir können jetzt hier keine Spoiler von dem Film. Höchstwahrscheinlich, ich hab keine Ahnung, höchstwahrscheinlich nicht. Aber wir können wohl Spoiler raushauen von dem Film, ja nicht. Warum denn nicht? Ich hab Glumanda gezogen aus dem Pack, ihr Bitches. Ja. Wir waren bei der Preview gezogen, Kiwi, Alter. Und da hat man also Packs bekommen, Pokémon-Sammelkarten-Packs geschenkt. Mats hat Pikachu und Carpador gezogen. Ich hab Carpador gezogen, Pikachu gezogen. Diesen Drecksfisch, ey. Ey! Der kann blubbern. Okay, machen wir weiter mit Avengers Endgame. Haben wir, denke ich, alle gesehen, oder? Aladdin kommt raus, geil. Ja. Yeah, Mann, Aladdin! Lass darüber spoilern. Weil, John Wick 3. Okay, John Wick 3, Alter. Können wir auch drüber reden. Wollt ihr den gucken? Der wird bestimmt geil. Nö. Einfach nur, weil John Wick auch in Fortnite vorkommt. Hä? Leute, habt ihr alle Endgame gesehen? Da war das Thema ganz schnell wieder vom Tisch. Endgame? Ja. Okay, ja. Dann reden wir jetzt über Endgame. Iron Man Sorry, stirbt. Leute, ab jetzt gibt's Spoiler. Iron Man stirbt. Also, wenn ihr keine Spoiler haben wollt, Spoiler jetzt dort. Abschalten. 3, 2, 1, ab jetzt dürfen wir spoilern. Iron Man stirbt. Ja. Wie fandet ihr den Film Endgame? Thanos ist deine Mutter. Ey, geil. Ich hab zwar Infinity War nie gesehen. Doch, warte, hab ich wohl. Doch, hast du wohl. Den haben wir davor noch geguckt, weil man. Alter. Was ist das heute für ein Podcast, Mann? Das ist der letzte. Mhm. Gott, ey. Also, Leute, ich bin im nächsten Podcast nicht mehr dabei. Wenn ich der einzige Grund bin, dass ihr eingeschaltet habt, tschüss. Endgame, wie fandet ihr den Film? Denkt ihr, es geht noch weiter? Es kommt noch ein weiterer Avenger? Nein. Es kommen ja noch weitere Filme. Ist vorbei. Fandet ihr den Film gut? Fandet ihr ihn scheiße? Ich fand ihn geil, aber ich glaube, es ist zu Ende. Okay. Kiwi? Nein. Alter, ihr seid so gesprächig hier, ey. Das ist ja der Hammer. Also, hat noch nie jemand erlebt, der gesprächiger ist als ihr, ey. Ich meine, Gizmo letzte Woche, da konnte ich mich schön zurücklehnen. Kiwi, red mal bitte mehr. Ja, Gizmo hat viel gequatscht. Bin so gesprächig. Ja, Gizmo ist gesprächig. Gott, ey. Und wurde immer noch nicht bezahlt. Hat. Ich würde dir eine Massenklage. Das ist ja echt schlimm hier. Noch für Filme? Silence? Was ist das denn? Reden wir nicht mehr über Filme, wenn ihr darüber nicht reden wollt. Reden wir über Gamescom. Mats, hast du auch schon mal daran gedacht, dass wir nicht mit dir reden wollen? Godzilla 2 kommt auch. Ja. Fahrt ihr zur Gamescom? Also, Yannick weiß ich Nein. nicht. Kiwi? Nee. Du fährst nicht zur Gamescom, Kiwi? Nee. Wo bist du denn? Wo bin ich? Zu Hause. Warum fährst du dann nicht zur Gamescom, Alter? Ich du wohnst doch näher an Köln dran als wir. Weißt du, Kiwi, ich habe wenigstens eine vernünftige Begründung, aber du? Nö. Ich bin im Zoo.
So. Kiwi geht seine Verwandten im Pferdegehege besuchen. Nee, im Affengehege, ey. Ja, okay. Gott. So. Ja, bei der Lache. Jen. Oh, danke. Auf uns Jen. Weißt du, ich fahr mit Gizmo und Genie ins Zoo. Wir fahren ins Zoo, Kiwi. Wir fahren alle. Wir treffen uns im Kölner Zoo mit Kiwi. Das ist unsere Gamescom. Wir fahren alle ins Zoo. Die haben auf jeden Fall Bock, die Jungs. Ja, die Gamescom ist doch ein Zoo, Leute, ey. Bei den ganzen Leuten, die da rumlaufen. Da ist das doch ein Zoo, oder nicht? 874 Tickets noch über für die Gamescom. Nur noch? Tageskarten sind sehr gefragt. Bitte warten Sie, während wir die Verfügbarkeit prüfen. Dann seid ihr keine Karten mehr da. An welchem Tag seid ihr da? Gar keinen. An allen außer Samstag, also ich zumindest. Wow. Ja. Noch wenige Tickets verfügbar, steht da überall. Guck mal hier. Ja, steht da immer. Samstag? Ja, Samstag ist ausverkauft. Aber das ist immer schon so. Meistverkaufte Veranstaltung in Köln. Alter, was? Ja. Holy shit. Wir kommen da? Viele. Letztes Jahr waren, glaube ich, 550.000 Leute da. Oh, hier sind nur 500. Och nö. Auf jeden Fall, also Gamescom, würde mich freuen, wenn du da bist, Kiwi. Cool, Kiwi, ich würde mich auch freuen, wenn du da bist. Jetzt noch ein Ticket besorgen. Du bist nicht da, also halt die Fresse. Ja, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn Kiwi ja, da ist. Ja, schön. Juckt's wen? Nein. Ja, Kiwi. Was nein. Was denn dann hier? Kiwi, sag dem bitte, dass es dich juckt. Nein. Von mir aus auch im Schritt, Hauptsache es juckt dich. Nein. 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 Einfach nein. So, anderes Thema. Habt ihr Eurovision Song Contest geguckt? Ich nicht. Nein. Die Niederländer haben gewonnen. Echt? Ach aber ja, das hab ich mitbekommen. Meine Eltern meinten, es wäre überhaupt nicht nice gewesen. Die haben das gesehen, glaube ich, mit Freunden. Aber ich habe da auch nichts von mitgekriegt. Weniger als 3% der Karten für diese Veranstaltung sind noch verfügbar. Als ob nur noch so wenig da ist für Gamescom. Ja, halt Ticket für Gamescom, Freitag, Tageskarten. Wo, auf welcher Seite bist du? Gamescom-Karten. Ja, wow. Ja, go. Die werden schon auf die richtige Gamescom-Seite. So eine getürkte genommen. Die ausverkauft. Ja, Samstag ist ausverkauft. Eintritt frei, Kinder 4 bis 6. Ja. Oh, da überlege ich mir was. Für Kinder 4 bis 6 und Kiwi. Hallo, ich bin der Kiwi. Meine Mama hat mir das bezahlt. Es ist doch Eintritt frei, wie soll deine Mama dir das dann bezahlt haben? Ah, fuck. Dummer Affe, Alter. Kiwi, du verkackst es selbst, da gratis reinzukommen. Kiwi, du bist eine Enttäuschung. Tageskarte. Gott, Ladies and Gentlemen, Kiwi, die Enttäuschung. Ja, aber echt, Gott. Abendkarte ist noch nicht ausverkauft. Samstag ist voll viel, Alter. Samstag ist immer ausverkauft. Also Samstag ist, glaube ich, schon nach 2 Minuten oder so ausverkauft, so gefühlt. Also ich bin Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag da. Kiwi. Kannst ja mal gucken, ob du an einem Tag kommst. Genauso an alle Zuschauer, ne? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich auf der Gamescom. Also ein Messer mitbringen und einmal rein da. Genau. Wo seid ihr denn da? Hm? Wo geht das denn immer abends dann? Das geht immer von 9 bis 20 Uhr. Was, 20? Und wir sind so von 10, 11 Uhr, vielleicht auch schon um 9, mal sehen, bis so 15, 16, 17 Uhr da und dann gehen wir noch zu Vapiano. Immer noch schön essen bei Vapiano. Ach scheiße, eigentlich ja, muss ich keine mitnehmen. Ahnung, sonst komme ich einfach noch mit Essen am Ende, wenn ihr dann raus seid.
Ja, kannst du machen. Ne? Warte, wann wolltet ihr denn essen gehen? Ja, an welchem Tag? Es ist jeden Tag. Noch in Planung. Ah ja. Stimmt, man braucht ja jeden Tag was zu essen. Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe heute noch nichts gegessen. Gott. Ich tatsächlich auch nicht, das ist belastend. Auch vom Mc's. Ich fahre gleich auch zum Mc's. Was war klar bei dir? Ich ziehe Mc's mit, Alter. Nee, Mats, oh. Mats definitiv. So, ich auch jetzt okay, ab ein paar dann, Wochen den Freitag. Wir haben keine Themen mehr, Leute. Kommen wir jetzt zum allerletzten Thema Feedback, letzte Folge. Letzte Folge ist bei euch gut angekommen. Geil, habe ich gesehen. Hab keine E-Mails bekommen, das heißt, darüber müssen wir nicht beantworten, das heißt... Ja, Kiwi, der Junge hat sich ein geniales Konzept überlegt, was sowieso niemals funktionieren wird. Der Junge ist ein Marketing-Genie. Schreibt E-Mails, ihr Penner! Alter, Erik, ich habe jetzt 1700 Follower auf Twitch, ja, ich bin ja wohl ein Marketing-Genie. 1700 Follower auf Twitch? Ja! Hast du die nicht im Ernst? Die gebotteten haben die jetzt alle Follow reingedrückt. Ja. Oh nee! Oh nee! Oh, wenn der Podcast online ist, dann werde ich daraus ein Meme erstellen mit diesem FBI Open Up. Ja, Alter, Janik. So, Leute, wenn euch der Podcast heute gefallen hat, der absolute Chaos war, ey. Dann zeigt mir das mal mit Klick auf den Abo-Button, Klick auf den Daumen nach oben. Link zu Yannick ist in der Videobeschreibung. Kiwi, soll ich irgendwas von dir verlinken? Nee, ich hab nix. Okay, Link zu Kiwi ist da nicht. Kiwi, das war nicht die Frage. Die Frage ist, ob irgendwas von dir verlinkt werden soll. Ja, nö. So, wenn ihr Sachen habt oder Themen oder ähnliches, über die wir mal hier reden sollen, dann schreibt mir eine E-Mail an podcast@mtn-gaming.eu. Dann werden wir im nächsten oder übernächsten Podcast dann darüber reden, je nachdem, wie es passt. Ich mache die Themen ja dann vorher immer fertig. Und dann sorry für den heute etwas kürzeren Podcast, aber wir haben halt, ich habe, die Themenliste ist halt genauso lang wie die letzte. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass wir die Themen einfach so durchballern. Ich dachte, jetzt kommt so wie Lieblingsschwanz. Weil jetzt so wenig reden. Und ja, genau, die beiden hier sind halt stumm wie Sau. Und, dumm wie Sau, wollte er sagen. Genau, dumm. Das seid ihr auch. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss zusammen. Tschüssi. Haut rein.